Hallo und Buongiorno vom Gardasee, wo ich gerade Urlaub mache. Mein Name ist Dilana und hier gibt es eine Sonderepisode von Podcast Bücherreich, dem Podcast größtenteils über Bücher. Und zwar habe ich dieses Mal den Wünsch dir was Buchdeck entdeckt, nämlich bei Littera und Book Butterflies. Auf YouTube habe ich dort gesehen, hat mich direkt angesprochen und ich habe mich einfach mal getaggt gefühlt und beantworte deswegen heute euch diese 10 Fragen rund um meine Buchwünsche. Frage Nummer 1. Wenn dir mehr Lesezeit geschenkt würde, in welches Land, in welches Genre oder in welche Epoche würdest du sie investieren? Ich würde bei mehr Lesezeit mehr Historisches lesen. Zum Beispiel hätte ich total Lust auf die Klassiker, sage ich jetzt mal, Der Name der Rose von Umberto Eco, Die Päpstin von Donna W. Cross oder auch Der Medikus von Noah Gordon. Hätte ich richtig Lust mal zu lesen, sind aber auch, glaube ich, alles dicke Schinken. Außerdem würde ich voll gern mal Bücher auf Spanisch lesen, aber ich weiß immer nicht so ganz genau, bei welchem ich beginnen sollte, damit ich nicht völlig überfordert bin. Ich hatte ja Spanisch in der Schule und bin dann ja auch mal 3 Monate an die Costa Blanca zum Arbeiten während des Studiums gegangen. Ich habe also, denke ich mal, so ein mittelmäßiges Niveau. Ich habe auch vieles wieder vergessen und ist eingerostet sozusagen. Aber ja, wenn ihr da irgendwelche Tipps für mich habt, für Titel, die mir, egal auf welcher Sprache quasi, gefallen könnten, die es aber in relativ einfachem Spanisch gibt, wäre ich da total happy drüber. Und das passt ehrlich gesagt auch super gut zur zweiten Frage. Die lautet nämlich, wenn dir zum Lesen von Literatur eine zusätzliche Sprache geschenkt würde, welche würdest du wählen? Und jetzt ist es aber so, dass ich ja Spanisch schon ansatzweise kann. Deswegen würde ich mir ehrlicherweise lieber eine Sprache wünschen, die ich gar nicht kann. Oder wo ich super viel Zeit reinstecken müsste, um mich zu verbessern. Und ich würde fast sagen, also bei dem Spanisch, wenn ich da mehr Zeit rein investieren würde, dann wird es auch relativ schnell relativ besser werden, sage ich jetzt mal. Ja, da fange ich halt nicht von null an. Ich würde mir lieber was schenken lassen, was ich wirklich noch gar nicht kann. Hab dann so überlegt, so, was wäre das denn dann für eine Sprache? Und naja, also allein von den Zeichensetzungen, von der Komplexität, wenn man das selber lernen möchte, wäre Chinesisch ja eigentlich total cool. Sprechen ja auch super viele Leute. Aber ehrlicherweise wüsste ich jetzt nicht, was für chinesische Literatur ich bisher verpasst habe. Auch da wieder, wenn ihr Tipps habt, gerne her damit. Und dann habe ich gedacht, vielleicht lasse ich mir Russisch schenken. Denn zum einen hat das ja andere Schriftzeichen sozusagen und zum anderen sind da, glaube ich, auch relativ viele bedeutende Romane in der Sprache original erschienen. Also es gibt ja eine große russische Literaturbewegung, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel Krieg und Frieden von Leo Tolstoi würde ich mir durchaus im Original durchlesen, wenn ich denn die Sprache geschenkt bekommen würde. Frage Nummer 3. Von welchem Buch wünschst du dir, jedes Kind bekäme es in die Hand? Oh, und das waren so, so viele. Ich habe mich jetzt mal auf 2 quasi beschränkt. Einmal Hinter verzauberten Fenstern ist mir eingefallen von Cornelia Funke. Für alle, die sich etwas wünschen, es aber nicht kriegen. Denn dort findet man Trost, dass auch das vermeintlich nicht so wünschenswerte toll sein kann. In diesem Fall jetzt eben so eine Art Papp-Adventskalender, wo dann der Bruder irgendwie den mit Schokolade gekriegt hat. Das ist natürlich sehr, sehr enttäuschend, aber ja, es wird alles viel, viel cooler mit dem Pappkalender als mit dem Schokoladenkalender. So viel sei schon mal verraten. Ansonsten würde ich sagen, die Percy Jackson-Reihe könnte auch jedes Kind in die Hand bekommen und würde sich hoffentlich darüber freuen. Die ist von Rick Riordan und die ist spannend und man lernt auch noch mal was über die griechische Mythologie. Deswegen habe ich mir das noch ausgesucht. Frage Nummer 4. In welche fiktionale Welt, die du dir erlesen hast, würdest du gerne umziehen? Und würdest du dort dein eigenes Leben führen wollen oder wärst du gerne eine der Figuren des Textes? Ich wäre gern Miss Mergel aus der gleichnamigen Reihe von David Safir. Schön in Brandenburg meinen Ruhestand genießen, aber die grauen Zellen werden durch zu lösende Mordfälle dann trotzdem angeregt. Trotz der Morde ist es ziemlich cozy um mich herum und ich würde dann auch nicht mein eigenes Leben führen, sondern eben Miss Mergel sein. Da stelle ich mir, wie gesagt, eine gute Mischung zwischen Seele baumeln lassen und irgendwie ja, die Gehirnzellen ein bisschen anstrengen an. Vor, meine ich. Und ja, würde mir gut gefallen, glaube ich. Frage Nummer 5. Mit welcher literarischen Figur würdest du gerne eine Woche eingeschneit in einer Berghütte verbringen? Wenn ich Single wäre, Dimitri aus der Vampire Academy-Reihe von Richard Mead, der wüsste auf jeden Fall, wie man Holz hackt und uns am Leben hält, sage ich jetzt mal. Gesprächig ist er jetzt nicht so unbedingt, aber macht ja nichts. Frage Nummer 6. Welches Tier aus der Literatur hättest du gerne an deiner Seite? Und jetzt weiß ich nicht, ob das gilt, was ich mir ausgedacht habe, aber ich hätte gerne meine Seele als Dämon ausgeformt, wie bei Der goldene Kompass von Philipp Pullman. Das fand ich so, so cool, wie das beschrieben wurde. Das ist quasi wie so ein, ja, ein sich wandelndes Tier. Bis zu einem gewissen Alter wandelt das sich halt, je nach Situation und irgendwann bleibt es dann in einer Form, die quasi dazu passt.
Und ja, man kann sich mit dem Dämon unterhalten. Und ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen formwandlermäßig. Ich fand es richtig, richtig süß beschrieben. Und naja, ist wahrscheinlich ein bisschen geschummelt, aber das hätte ich gerne. Frage Nummer 7. Welche literarischen Figuren aus unterschiedlichen Texten würdest du gern aufeinandertreffen lassen? Ich würde so gerne sehen, wer gewinnt, wenn man Cass Brecker aus Six of Crows von Leigh Bardugo und Sherlock Holmes aus dem gleichnamigen, ja, Roman bzw. Kurzgeschichten von Arthur Conan Doyle in dieselbe Umgebung setzt und mit ihnen dann quasi Räuber und Gendarm spielt. Das würde ich mir super gerne angucken und wie gesagt, mal schauen, wer dann gewinnen würde, weil Cass Brecker ist ja wirklich ein sehr ausgebuffter Krimineller, Kleinkrimineller, wie auch immer man es nennen möchte, der immer irgendwie ein Ass im Ärmel hat und noch einen Plan B und einen Plan C und einen Plan D. Und alles fügt sich immer wundersamerweise so, wie er das braucht. Und ja, Sherlock Holmes ist natürlich der Meisterdetektiv, wenn man so möchte, der die Polizeiarbeit erfunden hat. Ja, der Superdetektiv. Frage Nummer 8. Zu welchem Einzelbuch oder welcher abgeschlossenen Serie wünschst du dir eine Fortsetzung? Ich hätte gerne noch mehr Fälle von Harper Connelly aus der gleichnamigen Reihe von Jelaine Harris. Es gibt 4 Bände in der Reihe, aber mir hat sie einfach so unglaublich gut gefallen. Es waren tolle Charaktere, eine spannende Prämisse, denn Harper Connelly kann quasi, na, nicht unbedingt Tote sehen, aber sie ist Seherin und kann zum Beispiel die letzten Momente von Toten nacherleben. Spürt auch so die Geister um sich herum, wo ist jetzt gerade einer und so. Also sie wird erstmal zu Ermittlungen beratend hinzugerufen immer und gerät dann ganz oft auch selbst in Gefahr, weil teilweise die Mörder immer noch zugegen sind. Und da hätte ich super gerne noch ein bisschen paar mehr Fälle gelesen. Frage Nummer 9. Welches Buch oder welche Bücher möchtest du endlich zu einem für dich bezahlbaren Preis finden? Da habe ich wirklich, wirklich lange überlegt und dachte so, ja, also das meiste weiß ich nicht. Ich bin da auch relativ pragmatisch. Ich muss auch ein Buch nicht unbedingt besitzen, um es zu lesen. Ich nutze ja auch super viel die Büchereien. Ja, also es gibt jetzt eigentlich keine super dolle, krasse Sonderausgabe, die ich jetzt unbedingt noch hätte haben wollen. Ich kaufe mir auch viele Bücher selber tatsächlich. Aber was mir eingefallen ist, ist S, das Schiff des Theseus von J.J. Abrams. Das gab es vor ein paar Jahren mal noch auf Deutsch. Mittlerweile gibt es das nicht mehr auf Deutsch. Schon ewig vergriffen also. Und damals war es auch super teuer. Mittlerweile gibt es es für 45 € auf Englisch. Immerhin ist, ich sag mal, auch jetzt nicht die Welt für ein Buch. Ist schon deutlich teurer als normale Bücher, aber halt jetzt auch nicht so, dass man dafür irgendwie einen Kredit aufnehmen müsste. Genau, es ist so ein Mixed-Media-Buch mit einer Geschichte plus dann sozusagen so geschriebenen Notizen am Rand. Also es geht quasi darum, dass dann irgendwelche Studenten recherchieren quasi irgendeine Geschichte, finden dann ein Buch dazu und da hat aber schon jemand Anmerkungen dran geschrieben, dann schreibt die selber auch nochmal Anmerkungen dran. Also es ist, glaube ich, ganz schön wild durcheinander um diese, und sehr komplex, um in diese Geschichte reinzukommen. Deswegen würde ich das jetzt zum Beispiel relativ ungern auf Englisch dann lesen, weil ich mir so denke, es wird wahrscheinlich, ne, was weiß ich, das ist ein historischer Augenzeugenbericht, die eigentliche Geschichte und dann die ganzen Anmerkungen noch dazu und so. Ich könnte mir vorstellen, dass es richtig, richtig schwierig wird, das zu lesen. Und deswegen wäre ich mir unsicher, ob ich mir das überhaupt auf Englisch kaufe. Wie gesagt, den Preis finde ich noch okay, aber das wäre so das erste Buch, was mir so einigermaßen in die Richtung geht, wo ich sage, uff, das ist relativ teuer und ich würde das super gerne zu einem bezahlbaren Preis auf Deutsch finden, tatsächlich. Frage Nummer 10. Wenn du per Fingerschnipp eine Sache an BookTube ändern könntest, welche wäre das? Ich würde mir manchmal mehr Professionalität im Schnitt wünschen, also sowohl bei YouTube als auch bei Podcasts. Ich höre oder schaue auch super viele auf schnellerer Geschwindigkeit, habe aber trotzdem Lücken durch so Denkpausen, Ms, teilweise Schneckentempo bei der Sprache. Also da würde ich mir so manches Mal wünschen, dass es weniger Labervideo und mehr konzipiertes und gut geschnittenes Video wäre oder eben auch Podcast. Damit ich quasi meine Zeit nicht verschwende, wenn man so möchte, durch irgendwelche Atempausen und Sachen, die nicht rausgeschnitten werden. Das mag ich immer nicht so gerne. Das waren meine Antworten auf den Wünsch dir was Buchtag. Wenn ihr 10 Wünsche frei gehabt hättet, wie hättet ihr entschieden? Fühlt euch gerne getaggt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Eure Ilana. Ciao. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst.
Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.